Mein Name, wie ihr wahrscheinlich schon gelesen habt, ist Raffaela Carmen Scharf. Das Scharf betone ich immer besonders, sonst verwechselt man mich mit dem Tier und das ist mir schon ein Anliegen. Und ich habe eher einen sehr redaktionellen Hintergrund. Also Eva kommt stark aus dem Marketingbereich. Ich habe Publizistik und Kommunikationswissenschaft studiert, der Klassiker. Ich bin allerdings nicht Taxifahrer dann geworden, so wie oft der klassische Werdegang ist nach einem solchen Studium, sondern ich habe tatsächlich eine eigene Agentur gegründet, gemeinsam mit Eva. Und man sieht schon recht schnell, ich habe hier eher den journalistischen Hintergrund, Eva den marketingorientierten Hintergrund. Also ich war auch in diversen Redaktionen zu Hause, habe dort Artikel publiziert und geschrieben, recherchiert, ganz klassischen Journalismus betrieben und das dann mit Eva gemeinsam zu einem neuen Medienansatz, nämlich dem Cross-Media-Marketing, verwoben. Und das ist auch das, was wir machen. Das heißt, wir konzentrieren uns jetzt nicht nur auf einen Bereich, sprich Social-Media-Marketing oder Influencer-Marketing, sondern tatsächlich auf alle Kernbereiche der Kommunikation und verweben diese dann. Das heißt, Storytelling basiert bei uns eigentlich auf allen möglichen Ebenen und das sollte auch das Ziel vom praktizierten Storytelling sein, dass man sich nicht nur einen Medienkanal sucht und das dort veröffentlicht und kommuniziert, sondern tatsächlich auf so vielen Medienplattformen wie möglich ein und dieselbe Geschichte werbeeffizient erzählt. Und Eva wird noch kurz sagen, was wir überblicksartig jetzt eigentlich alles so machen. Also angefangen haben wir mit dem klassischen Influencer-Marketing. Vor 3 Jahren war Influencer-Marketing sowieso noch ein großes Fragezeichen. 2019 sind wir zumindest schon so weit, dass die Leute wissen, was Influencer-Marketing ungefähr sein soll. Die Praxis ist zwar noch so ein bisschen, ja, bei Unternehmen manchmal trotzdem noch ein großes Fragezeichen. Wir haben inzwischen eine Lösung gefunden, dass wir sagen, okay, wir spezialisieren uns auf Influencer-Marketing als Basis und wenden dieses in Kombination mit Public Relations an. Das heißt, wir kreieren zum Beispiel Fotoshootings, Fotosujets mit Bloggern und kreieren darauf basierend zu unserem Projekt eine Presseaussendung, die dann an die Medien ausgeschickt wird. Weiters spezialisieren wir uns auf Content Marketing per se. Also wir konzipieren nicht nur spannende, kreative Storytelling-Konzepte, sondern wir setzen sie auch um, weil wir als Full-Service-Agentur den Ansatz verfolgen, dass wir sagen, okay, wir haben, ja, wir sind die Architekten einer Geschichte, das heißt, wir müssen sie auch umsetzen, weil nur so kann gewährleistet werden, dass die Geschichte am Ende so geschrieben wird, wie wir sie uns vorgestellt haben. Seit 3 Jahren hat sich unser Weg auch im Event-Marketing verstärkt festgesetzt. Wobei das eigentlich eher ein Unfall war. Also ein Kunde hat es angefragt und wir haben es dann gemacht. Wir haben gesagt, gut, wir machen sowieso alles, probieren wir es einfach mal. Hat sich herausgestellt, dass wir da ziemlich gut drin sind und wir werden auch noch ins Detail kommen, was wir schon für Events gemacht haben. Und als zusammenfassender Punkt, und das wird auch das Praxisbeispiel zeigen, haben wir ein Event kreiert oder ein Projekt, das eigentlich per se Cross-Media-Marketing bedeutet, weil wir wirklich jeden Anteil integriert haben und das Ende war ein Event. Ja, Basis all dessen ist, wie gesagt, Storytelling. Das klingt jetzt alles noch sehr konfus und man fragt sich vielleicht, wie will man das alles verweben? Und wir treiben es ja schon ganz kunterbunt. Das stimmt auch, wir treiben es tatsächlich kunterbunt, wie man hier sieht, nämlich im wahrsten Sinne des Wortes bei dem ersten österreichischen Bloggerfestival, das wir Anfang letzten Jahres veranstaltet haben. Und zwar stand das im Überthema Colors of Life, dieses ganze Festival. Und wir haben es gemeinsam mit unserem Medienpartner, dem Maxima Magazin, realisiert. Das Ganze war schon ein sehr erfolgreiches Eventformat. Wir hatten mehr als 1000 Gäste, es waren alle möglichen Medienpartner vor Ort, es war der ORF dort, es war RTL dort. Wir haben hier wirklich eine effiziente Reichweite erzielt. Krönung des Ganzen war die Verleihung eines Blogger Awards. Manche von Ihnen mögen jetzt sagen, nicht noch ein Blogger Award, das haben wir damals auch gesagt. Sitzen zufällig ein paar Österreich-Redaktionen, also Journalisten im Publikum, weil die werden uns wahrscheinlich nicht gut gesinnt sein. Genau, also es gibt ja wie gesagt schon zahlreiche Formate in dem Bereich. Wir haben uns tatsächlich aber auf Micro-Influencer spezialisiert. Das heißt, wir haben gesagt, wir möchten nicht die Reichweite prämieren, wir möchten keine Quantitäten bewerten, sondern vor allem Qualität. Und gerade im Special-Interest-Bereich, das heißt bei den kleinen Nischenbloggern, gibt es wirklich Perlen, die eine Qualität liefern, die ja praktisch alles andere in den Schatten stellt. Aber bevor ich jetzt viel erzähle, zeige ich Ihnen einfach nur
nur kurz, wie dieses Bloggerfestival ausgesehen hat, damit Sie sich ungefähr vorstellen können, von welcher Größenordnung wir sprechen. Wenn es denn will. Stichwort Avocado-Brote. Die ist keiner so schön wie Blogger. Ja, wie gesagt, ist auch ein guter Spiegel dessen, was so momentan kontrovers in der Blogosphäre diskutiert wird. Moment, wo ist das jetzt? Und warum zeigen wir das eigentlich jetzt, das Blogger-Festival? Weil das sozusagen unser größtes Storytelling-Konzept war, das wir bisher verwirklicht haben. Wir werden jetzt ein kleineres zeigen, ein kleineres Projekt, bei dem wir 500 Gäste dann schließlich sind, endlich vor Ort hatten. Aber dieses Blogger-Festival-Konzept war tatsächlich so konzipiert, dass die ganze Kampagne für das Festival schon ein halbes Jahr vor dem Festival selbst losgegangen ist. Nicht mit klassischen Medieninseraten oder Anzeigen. Ich glaube, es hängt. Sondern wir haben da tatsächlich die Blogger auch dazu aufgerufen, Beiträge einzureichen. Das heißt, wir haben jetzt nicht einfach bewertet, wir hatten eine hohe Reichweite, welcher Feed sieht ganz nett aus, der wird jetzt nominiert, sondern es mussten tatsächlich Blogger zu dem Thema Colors of Life einen eigenständigen Beitrag kriegen. Man kann sich das vorstellen wie einen Literaturwettbewerb. Und so hat es dann auch stattgefunden. Wir hatten dann 370 Einreichungen. Und ja, wie gesagt, das war ein Wahnsinn, was wir da bekommen haben von allen Genres und Sparten, also auch wie Foodblogger das Thema Colors of Life umsetzen, und es waren auch Foodblogger mit nur 500 Followern vielleicht dabei, also wir sehen das vielleicht ein bisschen differenzierter, die können sich dann schon gern wie ein prominenter Star fühlen bei dem Talent.
Ja, und dann noch ganz kurz, das sind so Partner, mit denen wir bisher zusammengearbeitet haben, das erzähle ich jetzt nur am Rande, weil man einfach sieht, welche großen Marken in Österreich durchaus schon ein Interesse haben an Influencer Relations bzw. Storytelling und das auch gemeinsam mit uns auf diesem Event proaktiv praktiziert haben. Ein so ein Partner, der uns jetzt seit 3 Jahren schon begleitet, sind die Hilton Hotels, also sowohl, also eigentlich alle 3 Hotels in Wien, speziell das Hilton Vienna Plaza. Das kam vor 3 Jahren auf uns zu mit dem Wunsch, ihr Hotel bzw. ihren Food and Beverage Bereich zu positionieren und zwar nicht einfach nur klassisch Blogger einzuladen, halt Essen zu servieren und zu sagen, mach ein paar Stories, sondern ein größeres Projekt zu realisieren. Das Hilton Vienna Plaza, für alle, die es vielleicht noch nicht so kennen, ist ein Art Deco-Hotel, das sich vor ein paar Jahren darauf spezialisiert hat, durch die Renovierung sich auf die 20er Jahre zu fokussieren. Es gibt sehr viele Design-Elemente im Hotel, die einfach nach 20er Jahren schreien. Sie haben über 1000 Kunstwerke im gesamten Gebäude hängen und es ist einfach durch die Lage direkt an der Ringstraße ein wirklich wunderschönes Hotel, das sehr viel zu bieten hat, abseits jetzt rein vom Influencer-Marketing, aber allein schon um reinzugehen, einen Kaffee zu trinken oder einen Cocktail an der Bar, weil sie gemeinsam mit Kansu von der Sign Lounge ein neues Kartenkonzept etabliert haben. Das heißt, sie haben von Anfang an gewusst, sie müssen, um innovativ zu bleiben und das Hotel bestmöglich zu promoten, alles geben und dann sowohl am Food and Beverage Bereich anfangen, als auch gesamt am ganzen Konzept, damit sie eben den Trend der heutigen Zeit, so wie man es sich wünscht, dem folgen können. Ja, wir haben jetzt für uns ein Modell entwickelt, wie wir sozusagen Storytelling-Konzepte in jeglicher Hinsicht angehen. Und das ist in dem Sinn ganz klar, und was oft unterschätzt wird, Zielsetzungen. Was will mein Unternehmen eigentlich erreichen? Wir sitzen oft bei Unternehmen, die sagen, ja, wir möchten mit den und den Leuten zusammenarbeiten, macht's einfach mal. Und wir so, ja, aber was soll dabei rauskommen? Was wünschen Sie sich? Was ist die Zielsetzung? Was soll am Ende das Ergebnis sein? Um auch vergleichen zu können, ist das aufgegangen, was wir uns als Ziel gesetzt haben? Ist ein eigentlich logischer Gedanke, wird aber in der Praxis so gut wie selten umgesetzt. Mit dem Hilton Vienna Plaza in dem Sinn war eben das Ziel, Food and Beverage zu positionieren und zu sagen, gerade für die Wiener Community, wir sind ein Hotel, das zwar hauptsächlich Touristen zu sich einlädt, aber wir möchten genauso gut die Wiener Gesellschaft, egal jetzt ob jung oder alt, zu uns ins Hotel bringen. Wir haben ein super Konzept, wir haben super, super Menüs, wir haben Wahnsinns-Cocktails. Warum kann man nicht einfach mal statt in eine Bar zu gehen, die man eh kennt, in eine Hotelbar gehen und dort seinen Abend- oder After-Work-Cocktail genießen? Der zweite Step ist die Analyse. Was haben wir? In dem Sinn beim was wir uns halt immer fragen, klassisch, was sind die USPs, was macht das Hotel aus, was unterscheidet es? Man lernt es klassisch in jedem Studium, das Marketing als Fokus hat. Hier sieht man wieder mal in der Praxis, es wird, sage ich mal, eher selten umgesetzt. In unserem Fall, im Fall des Hiltons, war klar, es ist ein Art Deco-Hotel, es schreibt Geschichte der 20er Jahre, man sieht es sowohl in der Architektur, im Design, als auch in dem Getränke- und Speisenangebot. Das heißt, wir brauchen ein Thema, das den 20er Jahren gerecht wird. Die dritte Phase, die Strategien, haben wir insofern umgesetzt, dass wir gesagt haben, okay, wir als Cross-Media-Agentur, wie gehen wir jetzt vor? Wir haben Content-Marketing, wir haben Influencer-Marketing, wir haben Event-Marketing und wir haben PR. Wie verweben wir das jetzt in ein strategisches Konzept, sodass die eine Geschichte über dem Ganzen steht und für jeden Kanal Sinn ergibt? Und natürlich auch phasenweise dann umsetzbar ist und realisierbar. In dem Fall war es so, dass wir beim Hilton, wir kommen dann eh noch ins Detail, wirklich jedes einzelne Element, worauf wir uns spezialisieren, ob das jetzt Influencer-Marketing ist oder Event-Marketing ist, haben wir integriert und umgesetzt.
Die Maßnahmen waren, wie gesagt, am Ende hatten wir ein Event, am Anfang eine Influencer-Kampagne und alles dazwischen werden wir noch im Detail jetzt gleich beleuchten. Genau. Und einfach nochmal, um das wirken zu lassen, das Ding ist wirklich ein Art Deko-Design-Tempel. Also das steht für sich, da muss man einfach was draus machen, das haben wir auch gesagt. Und deswegen on- und offline. Und Offline-Medien sind für uns jetzt nicht nur Printmedienpartner, was jetzt die klassischen Partner wären, sondern tatsächlich auch Events. Wir betrachten Events als solche, als eigenständige Medienformate, auf denen selbst noch jede Menge Reichweite und Awareness generiert werden kann. Und rein jetzt zum Phasenplan, das ist jetzt noch sehr trocken, wir sagen es nur immer gern dazu, einfach damit man sieht, das Ganze folgt schon einer Strategie und ist jetzt nicht einfach so, ja, machen wir einfach mal ein paar Postings. Man sieht das eh ganz klar, ich möchte nur betonen, dieser Phasenplan bezieht sich rein auf das Thema Storytelling, nicht auf das Thema Event-Marketing, da wären wir mit dem Phasenplan wahrscheinlich schlecht ausgestiegen, weil das einfach nicht reicht. Man muss dazu sagen, wir machen auch wirklich alles nur zu zweit, also auch das Blogger-Festival haben wir nur zu zweit gemacht und das war, muss ich sagen, schon 10 Monate kräftezehrend. Genau, aber Jungunternehmer eben. Zum Phasenplan, ja, man sieht es eh ganz klar. Zuerst plant man die Influencer- und Social-Media-Kampagne, klar, dann produziert man sie. Das ist bei uns ist schon einer unserer USPs, würde ich sagen, weil die Produktion der Kampagnen mit uns gemeinsam passiert. Das heißt, die Influencer machen das nicht alleine, obwohl sie das schon ganz gut können. Aber Unternehmen haben das ganz gern, wenn ihre ganze Corporate Identity sowohl in den Bild- als auch Sprachwelten transferiert werden. Somit gehen wir gern gemeinsam mit den Influencern ins Feld und machen Videos oder auch Fotoproduktionen, die dann schon sehr anspruchsvoll sind und ja, in einer sehr hohen Qualität dann im Endeffekt ausgeliefert werden. Dann natürlich zur Kommunikation des Contents, der sich, wie gesagt, bei uns sowohl online als auch offline abspielt. Zur Pressearbeit, die Pressearbeit kommt erst kurz vor Punkt sozusagen, weil klar, klassische Printmedienpartner berichten über Events erst, wenn es fast soweit ist, sonst macht es ja wenig Sinn. Also ja, wenn man es 3 Monate vorher fährt, ist es dann oft nicht mehr so interessant, zumindest für ein Event in der Größenordnung. Dann das Event selbst, das sollte man auch nicht vergessen. Und ganz zum Schluss steht ganz klar die Evaluation bzw. auch die Medienäquivalenzwertrecherche. Was hätte das jetzt eigentlich gekostet, wenn ich das Ganze in Anzeigenformaten in zum Beispiel Printmedien publiziert hätte? Ja, auf Basis unseres Phasenplans geht dann halt auch einher, dass wir Storytelling in einer Art spielerischen Guideline für uns fahren. Das heißt, es fängt an, welche Geschichte ist eigentlich die Hauptgeschichte, was wollen wir erzählen, wer erzählt die Geschichte, also wer sind die Protagonisten, wie wird sie erzählt, insofern, ja, was möchten wir eigentlich ausdrücken, was sind so die Emotionen, was soll die Community, die sozusagen die Geschichte erfährt, alles erleben. Wo wird sie erzählt, ganz klar, auf welchen Kanälen, on und offline, welches Ziel, hier werden wir nochmal bei der Zielsetzung, welches Ziel hat die Story am Ende des Tages und welche Gefühle erweckt die Story ganz am Ende, wenn man dann sozusagen alle Kanäle beleuchtet und sagt, okay, man steht am Event, was ist es, was man am Ende haben möchte? Ja, und was das jetzt alles heißen soll und wie das Ganze ausgesehen hat, zeigen wir euch jetzt. Ja, ganz klar, die 20er Jahre im Hilton Vienna Plaza, schreit nach Gatsby. Wir haben schon das dritte 20s Event im Hilton jetzt veranstaltet. Wir zeigen euch heute das dritte Event. Es war keine klassische Gatsby-Party mehr, weil wir gesagt haben, Speakeasy soll für uns sprechen und für das Hotel. Speakeasy, kurz zur Erklärung, falls es noch nicht bekannt ist. Früher in den 20er Jahren in New York war Alkohol ganz klassisch verboten. Die Gesellschaft wollte aber nicht auf Alkohol verzichten, was man in einer Weise manchmal nachvollziehen kann. Somit haben sie Plätze gesucht, versteckte geheime Plätze, wo sie praktisch ihrem Partyfieber nachgehen konnten. Und das war oft hinter Bibliotheken, Friseurläden, in irgendeinem Industriegelände, wo auch immer man Platz fand. Das heißt, unser Ziel war, okay, wir wollen die 20er Jahre in Form einer Speakeasy Party zelebrieren und haben ganz klassisch Elemente der 20er Jahre integriert. Also so wie wir das auch immer brainstorming-mäßig machen. Wir schauen uns Filme an, wir lesen uns in Lektüren rein, wir recherchieren
eigentlich ziemlich trocken, aber es macht extrem viel Spaß, dass wir uns überlegen, okay, was war früher alles so gang und gäbe? Also wir lassen uns von dem, was schon war, inspirieren, um Neues zu kreieren. Und ganz klar, früher Stummfilm, Tänze wie Charleston, ganz klassisch, und die perfekte Location, das Hilton. Also viel musste man nicht machen von der Dekoration und von der ganzen Stimmung, die das Hilton schon ausstrahlt. Aber es war klar, okay, so wird die Geschichte erzählt, und ja, mit allem drum und dran, was es so in den 20er Jahren gab. Und was ich dazu sagen muss, falls Sie jetzt denken, ja, Gatsby Party ist schon ein alter Hut. Wir haben wirklich vor 3 Jahren damit begonnen in Wien und da war es noch kein alter Hut. Und jetzt sind überall Gatsby Partys, also wir wagen zu behaupten, dass wir hier einen Trend gesetzt haben. Ja. Wie gesagt, es war damals. Nein, wir waren vor La La Land, glaube ich sogar. Es war ein Riesending einfach. Ja. Also damals war Gatsby Party noch wow, 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 das ist was total Neues. Was ist das? Da will ich dabei sein. Hat sich super bewährt und natürlich machen wir jetzt auch das Gatsby bewusst nicht mehr, sondern sagen, es ist Big Easy. Es ist auch exklusiver als ein Gatsby Clubbing. Also das muss man schon sagen, die Klientel des Hilton Vienna Plaza ist natürlich eine exklusive und auch eine kaufkräftige. Und da muss man schon aufpassen, sprachlich, an wen man das Ganze auch kommuniziert. Ja, wer erzählt die Story, war in unserem Fall ganz klar. Wir haben eine Influencer-Kampagne geplant und haben natürlich dann auch sehr selektiv geschaut, mit wem arbeiten wir eigentlich zusammen. Ist übrigens auch ein klassischer Fehler im Influencer-Marketing. Man nimmt einfach den Reichweitenstärksten, wird schon passen, so ist es absolut nicht. Also wenn man ein Trünkel oder ein Schirnhofer ist, sollte man jetzt nicht unbedingt mit veganen Bloggern zusammenarbeiten. Sie werden lachen, aber es passieren solche Dinge tatsächlich. Ja? Also dass man sie anschreibt, nicht dass es kommuniziert wird. In dem Fall haben wir mit 3 sehr spannenden Damen zusammengearbeitet. Das eine ist Fruity Sky, Andrea, die Sie da jetzt ganz links sehen. Die ist in Wien sehr stark vernetzt, eine schon der stärkeren Bloggerinnen, auch international unterwegs. Die ist eigentlich Stewardess im Hauptberuf. Das ist für Hilton Vienna Plaza natürlich sehr interessant, weil wir auch ein internationales Publikum ansprechen wollen. Wir sind ein Hotel, das ist wichtig. Dann natürlich hatten wir auch aus Deutschland eine Dame, das Vintage-Mädchen in der Mitte. Also passender geht's kaum. Wir wollten natürlich die retro-verliebte Branche ansprechen und haben gesagt, mit ihr lässt sich das wunderbar umsetzen. Und ganz rechts im Bild ist Una von Vienna Insider, eine sehr elegante Frau, die einfach die heißesten Insider-Tipps in Wien gemeinsam mit ihrer Schwester immer wieder auf ihrem Blog zum Besten gibt. Und einen internationalen Background hat, weil sie beide aus dem Balkan kommen und somit nochmal die internationale Zielgruppe erreicht wird. Genau. Wie wird die Story erzählt? Das habe ich jetzt eh schon mal vorhin ganz kurz angesprochen. Man muss einfach schauen, dass man diese Exklusivität mit reinbringt. Was bei uns echt wichtig ist, ist die Sprache. Ja, also Sprache ist alles. Das ist auch echt das, wo es noch ab und zu Makel gibt, auch im Blogmarketing. Wir sind sehr heikel, was Rechtschreibung betrifft. Wir sind sehr heikel, was Grammatik, was das ganze Sentiment eines solchen Texts betrifft. Denn schließlich und endlich ist der Blogger Kommunikator des Unternehmens. Das heißt, er kommuniziert die Werte des Unternehmens, wenn er einen Blogbeitrag für dieses schreibt. Und da muss man schon echt haargenau aufpassen, was man kommunizieren will. Zusätzlich muss man natürlich schauen, wenn so eine Geschichte erzählt wird, welche Wörter, welche Aktivierungsverben und Nomen wollen wir verwenden, um die Leute wirklich in das Thema reinzuholen. Und da lese ich jetzt nur ganz kurz einen Text noch vor von dem Vintage-Mädchen, damit man sieht, wie das so geschrieben ist. Also wir möchten keine klassischen Beiträge, das Hotel hat so und so viel Zimmer und ist recht nett anzusehen, sondern wirklich eine Geschichte erzählen. Da hat sie geschrieben, das ausschweifende Nachtleben der 20er Jahre. Mit einem neuen Eventformat feiert das Hilton Vienna Plaza in Wien Glanz und Gloria der 20er Jahre. Doch woher rührt eigentlich die Faszination für diese Dekade und wie entstand der ewige Rausch des Aufbruchs? Nach dem Schrecken des Ersten Weltkrieges setzten die Menschen ihre Prioritäten neu. Sie wollten intensiver und ausgelassener leben. Überschwang, Rausch, Aufbruchsgefühle und Rebellion zogen sich wie ein roter Faden durch das ganze Jahrzehnt. Nacht für Nacht wurden in den 20er Jahren Tanzlokale, Diskotheken und Bars von zahlreichen Menschen überströmt, die mit wildem und unbändigem Tanz den grauen Alltag der Nachkriegszeit zu vergessen suchten. Genau dies war die Zeit, die heute so gern als die goldenen 20er bezeichnet wird. Sie bewegten sich zu Shimmy, Charleston, Foxtrot oder Swing, sie tranken Alkohol, rauchten Zigaretten mit Spitzen und spielten dabei Blackjack oder Roulette.
Speakeasy, der 20s Club, ist ein neues Eventformat, das im Hilton Vienna Plaza stattfindet und genau dieses ausschweifende, positive Lebensgefühl zelebrieren wird. Also so ungefähr versuchen wir das Sentiment zu transportieren. Ja, aufbauend darauf haben wir dann sozusagen zu dem Event klassisch ein Facebook-Event kreiert und nicht nur 5 Postings kurz vor Event gepostet, ja, übrigens Tickets kaufen und in 5 Tagen ist es soweit, sondern wir haben über 30 Postings in einem Zeitraum von 2 Monaten gepostet, wo wir praktisch einerseits die Geschichte erzählt haben, immer wieder durch Inspirationspostings, aber auch natürlich die Blogbeiträge geteilt der Bloggerinnen. Wir haben dann die Programmpunkte angeteasert, Neugierde geschürt. Wir haben natürlich klassisch auch schöne Grafiksujets kreiert, um den Ticketverkauf natürlich zu pushen. Man muss dazu sagen, wir haben einen sehr engagierten Grafiker. Letztes Jahr war Otto Wagner, deswegen ist das dann so entstanden. Ja, das ist auch ein wichtiger Punkt. Bei uns, wenn Storytelling gelebt wird, dann heißt das nicht nur in Form von Geschichten, sondern auch von den grafischen Bildwelten her, muss es einfach vom kompletten Auftritt her ein Bild ergeben. Ja, natürlich auch auf allen möglichen Social-Media-Kanälen, also nicht nur Facebook, sondern auch Instagram, wo wir dann natürlich auch entsprechend mit Targeting natürlich gepusht haben, also ganz organisch funktioniert Social Media sowieso nicht mehr. Ja, hier sieht man zum Beispiel, wir haben ein Shooting vor dem Hilton Vienna Plaza organisiert mit Hertz Classic. Das ist eine Oldtimer-Unterfirma von Hertz. Wir hatten hier für das Shooting einen Original Oldtimer aus den 20er Jahren oder sogar aus den 1910er Jahren. Den wir exklusiv für die gesamte Shootingzeit hatten. Das ist natürlich dann auch nochmal ein anderes Feeling, wenn man dann vor dem Hotel steht, die Bloggerinnen in authentisch echt handgemachten 20s-Kleidern in einem Oldtimer sitzen und sozusagen das ganze Ambiente sich verwandelt. Genau. Dann gab es natürlich auch die entsprechenden Pressesendungen. Also wir haben dann eben 2 Wochen vor dem Event, beziehungsweise dann nochmal eine Woche vor dem Event entsprechend alle Blogger-Sujets, die wir kreiert haben, mit einem passenden Text dazu an alle Medien ausgeschickt und dann auch bei jedem Event bisher Partner, also auch Publikationen gehabt. Hier sieht man es in der Krone. Wir hatten auch in der Österreich bei unserem Golden Masquerade Ball, fast eine ganze Seite und auch im Kurier. Also wie man sieht, die Medien greifen auch ein komplettes, stimmiges Konzept von Bild und Geschichte sehr gut auf. Natürlich, wenn man auch noch sicherstellt, dass man entsprechende Partner hat, die dabei sind und einen Namen per se haben, dann ist sowieso schon mal spannender für die Medien, das aufzugreifen. Genau, und da sieht man auch ganz gut, was wir meinen, weil wir immer sagen, wir posten Blogs auch offline. Also in dem Fall, die 2 Bloggerinnen sind ganz klassisch in einem Offline-Medienformat zu sehen. Und ja, last but not least, welches Ziel hat die Story? Ganz klar, in erster Linie den Ticketverkauf zu pushen, das war natürlich ganz wichtig. Ich sage aber dazu, wir hatten ein wirklich bescheidenes Mediabudget. Also fast alles, was sich da abspielt, passiert organisch. Natürlich haben wir bei Facebook einiges getargetet und auch das Event gepusht, aber ich kann nur dazu sagen, alle, die sagen, ja, Content stirbt und Performance-Marketing ist das Neumarketing, das stimmt nicht unbedingt. Also wir arbeiten hier wirklich mit mehr als überschaubaren Summen und trotzdem, also die Hütte ist voll. Also wir hatten hier konkret zu sprechen, für 3 Monate waren wir im 6-stelligen Bereich. Also im eher mittleren, sechsstellig wäre dann wieder was anderes, nein, dreistellig. Ja, die Definitionen von bescheiden sind offensichtlich verschieden. Wenn wir 6-stellige Medienbudgets hätten, ich glaube, dann nein, ich glaub, hätten wir kein Problem. Ja. Also es ist tatsächlich so, ja, also 3- bis 4-stellig. Gut, und wir sind auch schon am Ende, bevor wir Sie da ewig mit unserer Story, begeistern in diesem Fall, zeigen wir Ihnen noch, welche Gefühle weckt die Story. Und da ist es am besten, Sie schauen sich das Ganze selber an, weil das Wichtigste ist einfach das Gefühl, das entsteht, weil Gefühle, das schürt dann richtig Ehrgeiz, Aufmerksamkeit für das Hotel und auch einfach die Neugier und die Begierde, dabei sein zu wollen.
Ich hoffe jetzt, es klappt mit dem Internet. Das geht wieder nicht. So. Ja, als Fazit zu dem Speak Easy 20s Club letzten September können wir sagen, wir hatten bis zu 500 Gäste am Event, 8 Sponsoren, wobei Campari eindeutig mit Herz die größten Sponsoren waren, mit eigener, wie man gesehen hat, eigener Secret Bar. Wir hatten über 180.000 Social Media Reach, wie gesagt, mit einem dreistelligen Medienbudget. Sonst wäre das eine schwache Leistung, ja. Oder? Ja. Über 65.000 Euro Medienwert hätte man es umgerechnet, eben anhand der Reichweite, die wir über die Presse erzielt haben. Ja, und es sollen definitiv noch mehr Gäste werden, aber dazu mehr in naher Zukunft. Folgen Sie uns auf Facebook. Ja, danke für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Ja, sollten es noch Fragen sein, bitte gerne natürlich. Also. Wie lange gibt es euch beide als Unternehmen? 3 Jahre. Ja, seit 3 Jahren. Das heißt, Sie haben es, weil ich gesagt habe, es war vor 3 Jahren, habt ihr eigentlich sofort zu Beginn diesen tollen Auftrag bekommen? Ja, ziemlich schnell. Also es ist Networking. Wirklich, einfach networken, kann man allen nur mitgeben. Also man kriegt Kontakte und ja. Also es gibt kein zu schlechtes Networking-Event. Also es ist egal, wo wir waren, wie wenig Leute auch dort waren, es braucht nur die eine entscheidende Person, die dann den Kontakt wiederum, also Freundelwirtschaft in Österreich gibt es und lebt sich und funktioniert wunderbar. Genau, ja. Also das liegt auch in unserem Verhandlungsgeschick, dass wir sozusagen immer wieder schauen, dass wir dem Unternehmen auch den Marketingwert gegenzeigen und sagen, hey, wollen wir nicht in einem Art Gegengeschäft oder in einem Sponsoring zusammenfinden? Und das hat bisher immer wunderbar funktioniert. Ja, als Jungunternehmer wird man erfinderisch, also als Jungunternehmer wird man erfinderisch, was die Gegengeschäftsmodelle betrifft. Also mittlerweile ist es Gott sei Dank nicht mehr so, aber ja, ist auch für die Partner natürlich ein riesiger Anreiz, sich dort zu positionieren. Ja, bitte, gern. Ich wollte es noch besser verstehen mit den Bloggerinnen. Die 3 Damen sind mit dem Thema 20er sowieso beschäftigt. Und ihr habt die praktisch rausgesucht. Erstens sind sie sehr aktiv und zweitens sind sie schon im Thema drin. Und dann ist meine, also erstens habe ich das richtig verstanden und zweitens, wer schreibt dann die Geschichten? Diese Geschichte, die wir da gehört haben, habt ihr die geschrieben oder schreiben die Damen die, weil sie sowieso in dem Thema drin sind? Nein, also mal zu der Auswahl der Blogger. Es war tatsächlich nur eine der Bloggerinnen, Vintage-Mädchen, nämlich wie der Name schon sagt, mit dieser Zielgruppe vernetzt. Also hat sich klassisch nur mit diesem Thema Vintage-Retro auseinandergesetzt. Die anderen Blogger, es ist halt einfach so, diese Zielgruppe ist viel zu spitz, um nur mit dieser Zielgruppe zu arbeiten. Das heißt, wir müssen viel breiter streuen und haben uns in diesem Fall zum Beispiel mit Fruities keine Bloggerin geholt, die einen starken Fashion-Fokus hat. Und jeder Blogger zieht es dann anhand seines Kanals auf. Das heißt, die Texte kommen
klarerweise nicht von uns, sondern es gibt ein Briefing, klar, welche Do's und Don'ts sind zu beachten, aber es hat jeder einen anderen Fokus. Das heißt, Fruity Sky zum Beispiel schreibt, wie war denn eigentlich so der Stil, welche 20s Outfit kann man auch heute noch tragen. Ja? Also die versucht das Ganze modisch aufzuziehen, währenddessen Vintage-Mädchen, die auch, muss man dazu sagen, eine begabte Schreiberin ist, ja, natürlich erzählt hat, wie ist die ganze Historie hinter dieser Sache. Und Vienna Insider wiederum hat auch einen Fashion-Fokus, aber auch zum Beispiel Food-Fokus und hat auch gesagt, was steht eigentlich am Event auf der Barkarte. Ja. Also es sind, wir schauen dann schon auch, dass ganz verschiedene Aspekte beleuchtet werden, weil sonst haben wir 4, 5, 6 Mal die gleiche Story. Das will auch kein Mensch mehr lesen. Aber mir gibt es das dann frei. Das heißt, die Blogger, die schreiben dann etwas und wir reviewen. Genau, also sie schicken uns. Und dieses Ganze etwas recht so wichtig. Genau. Und mir gibt es dann, die machen dann praktisch in eurem Auftrag die Werbung über ihre genau. Community. Genau, wobei uns das schon sehr wichtig ist, also es gibt da auch Schwarz und Weiß im Agenturbereich, aber uns ist das schon sehr wichtig zu sagen, bitte das ist das Framing, aber mach es dann trotzdem textlich und inhaltlich so, wie du willst, also auch bei den Shootings, das ist eine Idee, aber die Kleidauswahl, die Motive, die Perspektiven, die Stellungen, all das liegt beim Blogger, ja, also das wäre ja auch der total falsche Ansatz zu sagen, es kommt alles von uns, weil einerseits geht halt die Authentizität total verloren und andererseits ist das auch ja, eine ethische Frage, glaube ich, die wir uns dann stellen müssten, wenn das alles von uns käme. Aber wir sind klassisch die Qualitätskontrolle, weil da braucht es unbedingt eine Kontrolle, weil oft Kundennamen falsch geschrieben werden, der Eventname nirgends integriert ist, also da braucht es ein Briefing, das ist unumgänglich, was viele Unternehmen oftmals auch unterschätzen und wir sagen ganz klar, nein, bei uns gibt es ein Briefing, das auch strukturiert ist und alle Punkte enthält, die ein Blogger braucht, um eine Guideline zu haben, die Geschichte zu schreiben. Das heißt, in kurz, ihr schreibt die ganze Storyline, ihr sucht jeweils die Experten, die kommen, ihr lasst denen einen gewissen Freiraum, ihr macht die Endkontrolle und so entsteht dann dieses ganze Konglomerat, dieses ganze Event. Genau, wir führen praktisch Regie, sind Drehbuchautoren hinter der ganzen Geschichte. Also wir machen auch das Event. Also so ist es nicht, wir machen wirklich das ganze Ding von vorne bis zum Ende. Und welchen Vorteil haben die Bloggerinnen davon? Sie werden bezahlt. Es ist Werbung, wird ja auch als Werbung deklariert und definiert. Und ja, im Idealfall können Sie sich mit dem Thema identifizieren, freuen sich mit dabei zu sein. Und noch dazu, Sie werden nicht nur bezahlt, sondern Sie haben Hilton als Referenz. Also das ist auch nicht zu unterschätzen. Wie war denn diese Medienleistung? Bitte, ich habe es akustisch nicht. Wie war denn diese Medienleistung für 60.000 Euro? Das ist eine klassische PR-Evaluation. Das ist die Rechnung, die Formel, man schaut sich an, was sind die Anzeigenformate wert, was würde das zum Beispiel kosten, wenn ich in der Krone eine Drittelseite oder eine halbe Seite hätte und dann muss man es einfach hochmultiplizieren, weil es ja redaktionell ist. Redaktionell ist in der PR immer ein Stück weit mehr wert, weil eine Anzeige vom Rezipienten ja ganz anders wahrgenommen wird als ein klassischer Printmedienartikel und das ist eine Rechnung, die in der PR, das ist eine klassische Formel, gerechnet wird, das lernt man auf jedem Institut und so können wir am Schluss dann ganz schön aufrechnen, wie viel war das wert. Ja, aber du hast vorher gesagt, Reichweite ist kein Maßstab. Reichweite ist nicht der einzige Maßstab, ist schon klar, aber wenn niemand erstens mal sieht, dass dieses Event stattfindet, dann wird auch keiner kommen. Das heißt, ich brauche die Reichweite natürlich. Auf der anderen Seite der Medienäquivalenz ist natürlich für unseren Partner wichtig zu schauen, ich habe da jetzt die Summe XY investiert und was war mein Return of Investment? Weil zu sagen, ja, okay, ich meine, der Return of Investment war in dem Sinn auch ein volles Haus, das war natürlich zu sehen, aber wir alle haben über uns noch Entscheidungsträger und Chefitäten stehen, die natürlich in Zahlen sehen wollen, was hat das gekostet und was hat das zurückgebracht. Genau, ich wollte gerade sagen, dass. Ja. Nein, es kommt doch. Naja, die Richtung ist anders. Die Reichweite, also das ist auch ein Claim von uns, die Reichweite kommt erst mit der Qualität des Inhalts und steht am Ende. Wir haben ja da, Evaluation ist der letzte Schritt der Phase. Aber viele suchen zuerst den reichweitenstärksten Blogger und setzen dann auf diesen Blogger und ja.
hoffen halt, dass diese Kennzahl sich schlussendlich erfüllt. Aber ich bin der festen Überzeugung, ich sage immer, der Vergleich hinkt vielleicht ein bisschen, aber wenn, keine Ahnung, ein Ernest Hemingway gesagt hätte, ich fange erst zu schreiben an, wenn ich garantiert 200.000 Leser habe, dann wäre uns ein sprachliches Reichtum verloren gegangen, auf das ich persönlich nicht verzichten möchte. Also wir sagen, die Qualität bringt die Reichweite. Ja, es gibt schon Tools, mit denen man online misst, und online misst man auch nicht nur mit Reichweite und nur mit Zahlen, sondern gibt es ganz andere Indikatoren, zum Beispiel Buzz Value misst auch qualitativ und nicht nur quantitativ und misst ganz genau zum Beispiel Werte wie Interaktion, ja, die gehen dann richtig in die Kommentare rein schon, wie viele haben zum Beispiel das Hilton Werner Plaza als solches hinterfragt, gefragt, wo ist das, was ist das für ein Hotel. Also da gibt es verschiedene Werte, man kann das eine nicht mit dem anderen umlegen, aber dieser Medienäquivalenzwert, der ist nur Print, das ist klar. Ich habe eine andere Frage zu dem Wort, den Sie gemacht haben. Wenn er sagt, da ist beim Wort nicht um die Quantität, sondern die Qualität gegangen, wer hat das in dem Wort kuratiert? Wer hat entschieden, dass die Qualität für das Blog nicht ist? Es gab eine Jury von 6 verschiedenen Parteien. Einerseits war die Maxima, ein großer Teil, was das Redaktionelle anging. Die Chefredakteurin in dem Fall. Ja, genau, die Katrin Schuster. Wir waren eine Stimme. Wir haben natürlich genau darauf geschaut, wie ist das Gesamtkonzept, wie ist die redaktionelle Qualität, wie ist das Verhältnis zwischen Text und Bildern, wie ist aus digitaler Sicht, wie ist die Umsetzung, hat sie alle Verlinkungen, hat sie sozusagen die verschiedensten Tools integriert, um als Blogger sozusagen professionell als Vorbild zu agieren. Dann gab es Blogheimat, Jürgen Koller von Blogheimat, der die größte Blogger-Auflistungsplattform hat mit einem eigenen Ranking. Dann gab es noch das Digitalwerk, die Digitalagentur im Museumsquartier. Da war exklusiv der Geschäftsführer, hatte ebenfalls eine Stimme. Dann waren wir vollständig. Und dann war natürlich, das war nur 50%, weil wir gesagt haben, okay, wenn wir 100% nur Jurywertungen hernehmen, wird die Community der Blogger aufschreien, weil sie keine Möglichkeit haben, mitzustimmen, und es wird wieder heißen, okay, wir haben unsere Lieblinge ausgesucht. Deswegen gab es 50-50. 50% war dann noch ein Online-Community-Voting, das dann eine Zeit lang lief, und jeder hatte die Möglichkeit, für seinen Favoriten abzustimmen. Und es gibt einen Bewertungsschlüssel, den können Sie auch auf der Homepage vom Blogger-Festival nachsehen, beziehungsweise liegt der auch offen, glaube ich, bei unserem PDF auf der Website. Können wir aber bei Interesse auch schicken. Also war ein Kriterienraster, nennt man das, ich glaube, aus 9 Punkten. Und der Blog wurde, also es waren 60% waren der Beitrag, Colors of Life, der eingereicht wurde, und 40% waren die Plattform selbst, der ganze Blog. Da wurden sogar technische Aspekte mit einbezogen. Wenn eine Verlinkung nicht funktioniert hat zum Instagram-Channel, gab es schon minimale Abzüge. Ja. Ja. Noch eine Frage zu dem Speakeasy-Event oder zum Gatsby-Event. Welche Reichweite hatten diese 3 Bloggerinnen, und habt ihr die Veranstaltung woanders auch noch klassisch beworben, jetzt über andere Kanäle, sage ich mal? Zu der zweiten Frage, wir haben das Event auf jeder Plattform eintragen lassen, wo man eben Events ankündigen kann. Wir haben es über komplette Social Media beworben, also wir haben keine Google Ads geschalten, es war nur Facebook Targeting und Instagram Targeting in Form von Videos oder auch Blogger Content, den wir beworben haben, ja, und die Medien an sich. Ich schaue nur gerade nach, weil es war schon vor einem Dreivierteljahr, wie viel wir jetzt haben, weil das wächst sehr schnell. Also bei Fruity Sky hatten wir um die 24.000, bei Vintage-Mädchen tatsächlich 53.000, wenn man jetzt rein von Instagram geht natürlich, ich schaue auf Instagram, und bei Vienna Insider waren es um die 30.000 Abonnenten, genau. Also MIDI-Influencer kann man in dem Fall schon sagen. Wir hatten noch eine Food-Bloggerin mit dabei, die wir jetzt nicht gezeigt haben. Die hat ca. 1200 Abonnenten gehabt. Ja, die hat den ganzen Food- und Beverage-Bereich noch beworben. Aber dadurch, dass das Media-Budget sehr bescheiden war, mussten wir in dem Fall auf MIDI-Influencer, nicht auf Micro-Influencer zurückgreifen. Ganz einfach, weil wir haben schon Kampagnen mit Micro-Influencern gemacht. Und da ist einfach, da reicht die Reichweite nicht, damit ich den Ticketverkauf so pushen kann. Da bräuchte ich mehr Media-Budget. Also habt ihr es eigentlich
Genau. Genau, und die Sponsoren natürlich haben über ihre Kanäle auch nochmal das Event halt einmalig oder zweimalig angekündigt. Aber und das darf man auch nicht unterschätzen, die Wirkkraft, weil zum Beispiel Campari hat, ich glaube, die haben über 1 Million Fans auf Facebook. Nein, die haben noch 6-stellig, aber es ist doch relativ hoch. Dadurch, dass die ein Hauptsponsor waren und die Bar hatten, die Speak Easy Bar, und wir für die eigentlich für unser Event eine eigene Content-Kampagne auch noch integriert haben mit diesem Whisperer. Also es gab 3 Personen am Event, die diese Bar, also niemand wusste, wo sie ist, und es war eine Strategie, 3 Leute am Event zu instruieren, dass sie immer wieder zu Gästen hingehen und ihnen das Passwort einflüstern oder sie entlocken und sagen, na, wollt ihr nicht mal mit uns mitkommen? Also die waren praktisch getarnt als Gäste, hat man auch wirklich nicht gemerkt. Außer die Bardame vor der Bar, das war dann schon nochmal ein Highlight. Die hat dann, also sind Schauspieler, die sozusagen wirklich 1:1 die Rolle einer Diva aus den 20er Jahren übernommen haben. Ja, gibt es sonst noch Fragen? Danke für Ihre Aufmerksamkeit.